Guten Morgen, Jungs. Was haben wir heute? 13. Februar. Ist kein Freitag. Können wir alle entspannen. Schön. Also, ihr schaut alle zu mir. Ich merke das schon. Der Druck ist immens. Ich mache ja heute die Runde voll hier mit meiner kleinen Bio zum Thema Mirko und China. Und wie ist denn das passiert? Das Schöne ist ja, ihr beide seid schon da gewesen. Das freut mich natürlich in dieser Runde insbesondere. Und dann wisst ihr natürlich auch, dass ich hier dem schönen Kühlungsborn geboren wurde, 1970. Ist natürlich jetzt ein ganz besonderes Bild, weil normalerweise ist es wolkig und Regen. Ja? Also insofern täuscht der erste Eindruck hier ein bisschen. Aber wir sind natürlich auch die ganzen letzten 10, 15 Jahre mit den Kindern im Sommer immer hier in Kühlungsborn gewesen, aus China raus und dann hier Zeit verbracht. Das hat aber leider trotzdem nicht häufig so schön ausgesehen. Kleiner Ort oben in der ehemaligen DDR. Ja, also 1970 geboren, da hatte die DDR ja noch gute 19 Jahre vor sich. Wie ihr seht, ganz oben da an der Ostsee, so zwischen Rostock und Wismar gelegen. Damals gab es ja noch nicht Mecklenburg-Vorpommern, da war das der Bezirk Rostock. Ja, bin ich geboren worden und auch groß geworden. Ja, da zur Schule gegangen. Ganz Das kleiner ist Stöpsel damals. nett. Ja, braun und Blond, braun, hätte ich beinahe ganz gesagt. blond. Und blond, ja. Das war noch Zeiten, hätte ich beinahe gesagt. Ich habe ja bin mit meiner Mutter zusammen quasi aufgewachsen, kenne meinen Vater ja gar nicht. Und meine Mutter hat ja dann später nochmal geheiratet. Aber das ist jetzt mal nur so nebenbei. Was für mich halt so ein bisschen das Thema ist, und das hast du ja auch letztes Mal so ein bisschen rausgearbeitet, Hans, ist so, ich glaube, so ein bisschen Ost-West und Grenzen. Ja, und natürlich, wenn man in der DDR geboren wird, dann ist erstmal Russisch angesagt. Ja, ich habe halt wirklich von der 5. Klasse an Russisch gelernt. Und anders wahrscheinlich als die anderen 21. Ich habe das total geliebt. Ja, also das sind ja auch schon mal jetzt andere Schriftzeichen, nämlich Kyrillische. Ja, und ich fand Russisch total cool. Wir haben später natürlich auch dann ab der 8. oder so auch dann Englisch noch gehabt. Aber mein Russisch war immer viel besser als mein Englisch. Und insofern sogar schon eine Prägung. Wir kommen da später darauf zurück, warum ich das hier hingesetzt habe. Ja, das doch wird nochmal an einer anderen Stelle wichtig. Und jetzt einfach mal so Personen auch bei uns im Leben, ja. Also meine Mutters beste Freundin hat einen relativ berühmten Mann in der DDR, und zwar war das ein stellvertretender Kulturminister. Den nannten ihn auch den Bücherminister. Na, da waren wir jedes Jahr in Berlin, so eine Altbauwohnung. Der hatte irgendwie ein paar hunderttausend Bücher, ja. Der ist auch jedes Jahr zu DDR-Zeiten schon zur Frankfurter Buchmesse gefahren und hat alle Bücher mit zurückgebracht. Ja, das war eine Wohnung. Das war also für mich immer beeindruckend. Ja, der hatte halt auch wirklich Bücher dann aus China und aus Russland, sprach fließend Russisch, hat das auch in Russisch gelesen, ja. Also, das war wirklich, lebt auch noch, wird jetzt 90 dieses Jahr. Ist natürlich ein alter SEDler, dann auch noch nach der Wende viele Jahre im Thüringer Landtag, mit der, glaube ich, PDS hieß sie ja dann nach der Wende. Also schon auch ein überzeugter Kommunismus, muss man sagen. War, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht unbedingt gut für ihn nach der Wende, aber er war halt federführend auch in dem Ausbürgern von Herrn Biermann. Ja, also das waren persönliche Feinde, die beiden. Ich kannte ihn halt persönlich und habe da halt viel so Bücher und die Welt lieben lernen in seiner Wohnung, ja. Also es war für Und mich auch wirklich extrem. die Bücher in seiner Wohnung, die man sonst nicht bekommen hat, oder? Ganz genau. Also habe ich als Kind auch mal so Guinness Buch der Rekorde und sowas gesehen. Das war natürlich in der DDR, gab es das gar nicht, ja. Und das beeindruckte so mal, also was wirklich krass war bei dem Mann, die Wohnung war eine riesengroße Wohnung mit 6, 7 Zimmern, ja. Und der hatte wirklich, weiß ich nicht, 100 oder 200 oder 300.000 Bücher. Und dann haben wir als Kinder immer ein Spiel gespielt und gesagt, Onkel Klaus. Und dann sind wir in irgendein Zimmer, ganz oben auf die Leiter, ganz hinten links und haben ein Buch rausgezogen und uns das gemerkt, wieder reingesteckt. Dann sind wir zum Dinnertisch zurück und sagt, Onkel Klaus, wo ist eigentlich dieses Buch? Und dann ist er aufgestanden in das Zimmer auf die Leiter ganz hinten links und hat das rausgeholt. Das war echt unglaublich krass. Also der hat das auch wirklich alles gelesen, der wusste, wo jedes Buch stand. Ja. Also Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn.
Ja, und deswegen, ich meine, deswegen war ich halt auch ein guter Ernst-Thälmann-Pionier. Das wollte ich hier jetzt keinem vorenthalten. Ja, also für seine gute Arbeit. Ich hieß übrigens damals Mirko Busch. Meine Mutter, wie gesagt, dann geheiratet hatte, als ich 7 war. Und einen Herrn Busch. Und ich habe dann den Namen angenommen. Ich habe mir nachher meinen Familiennamen wieder zurückgeholt in den 90ern. Aber damals war ich halt ein Pionier. Ja, seid bereit, immer bereit, hieß das damals. Blaue Tuch. Und später gab es ja dann bei den jungen Pionieren, gab es dann das rote. Oder was umgedreht? Ich weiß es nicht mehr. Aber das habe ich neulich gesehen. Und dann natürlich jetzt so die erste Zäsur, wirklich dann genau in meinem Abiturjahr 89, ist die Grenze dann endlich gefallen am 9. November. Tragischerweise war ich kein Zeitzeuge, weil ich nämlich genau eine Woche vorher, am 2. November, zu den sogenannten Grenztruppen der DDR eingezogen wurde, hier in Halberstadt, Grenzregiment 6, ja, zur Grundausbildung. Also ich habe dann eine Woche später die ganzen Postkarten von Freunden und Familie bekommen, wie sie in Hamburg, West-Berlin und sonst wo waren und ihre 100 Euro Begrüßungsgeld oder 100 D-Mark Begrüßungsgeld abgeholt haben. Da war ich aber Soldat bei den Grenztruppen. Das war aber auch irgendwo cool, weil wir dann nach der Grundausbildung bin ich nach Schönberg oben im Norden versetzt worden. Und wir haben tatsächlich die Grenze abgebaut. Ja? Ich hatte da dann schon den LKW-Führerschein. Und ich bin dann den ganzen Tag an der Grenze lang, dann haben wir den Stacheldraht zusammengerollt und zu so riesigen Ballen, die größer sind als auf dem Bild. Das habe ich mir hier von der Süddeutschen geklaut, das Bild. Ich habe kein gutes Bild davon selber gehabt oder auch nicht woanders gefunden, aber das ist relativ nah dran. Ne? Und haben diese Ballen immer auf die LKWs geschmissen und ich habe die dann immer zum Ort gefahren, da wurden die dann eingeschmolzen. Das war übrigens Chrom-Molybden, ja, echt wertvoll. Und diese Generäle da bei uns im Regiment, die haben es wahrscheinlich eingeschmolzen und vertickert, ja. Keine Ahnung, wer da wirklich einen Reibach dran gemacht hat. Aber wir haben oben den ganzen nördlichen Grenzstreifen da, Selmsdorf, Schönberg, abgebaut. Ja, insofern war das dann doch noch irgendwie eine sinnvolle Tätigkeit, bei den Grenztruppen der DDR gewesen zu sein. Mhm. 91 bin ich dann nach Hamburg gegangen und habe angefangen mit dem Jurastudium. Das war auch alles schön und gut, aber ein bisschen gelangweilt war ich schon. Und da gab es dann schon so die erste Idee auch, vielleicht doch was mit Russisch und Russland zu machen, das zu kombinieren. Und dann habe ich aber über so einen Zufall wirklich, habt ihr vielleicht auch mal gemacht während der Studium, einfach mal so ein kostenloses FAZ-Abo zu ziehen. Und das habe ich gezogen. Gleich die erste Ausgabe lag dann montags auf dem Küchentisch und da stand irgendetwas, so eine ganz kleine Kolumne über ein Stipendienprogramm in China von der Krupp-Stiftung. Und da habe ich das ja auch irgendwie eine wirklich spannende Geschichte. Vielleicht kein Russisch mehr, sondern vielleicht ganz was Neues. Und da kam, ähnlich wie bei dir, Daniel, also das Buch war für mich auch wirklich ein ganz wichtiges Buch, ja, mit den eine Welt aus Zeichen, mich total fasziniert. Ein bisschen auch einer der Gründe, warum ich Russisch schon mal cool fand, weil es halt auch mal andere Buchstaben waren, vielleicht jetzt nicht mit den Schriftzeichen zu vergleichen, aber nichtsdestotrotz. Und dann halt so Bücher wie hier diesen Herbert Rosendorf, ich weiß nicht, ob ihr das auch mal gelesen habt, der Kautai, dieser Mandarin aus alten Zeiten der modernen Deutschland. Das ist mehr eine Deutschland-Satire als alles andere. Aber es ist schon auch witzig zu sehen, durch chinesische Augen das heutige Deutschland zu betrachten. Aber noch viel cooler war für mich damals, wie ihr wisst, lese ich total gerne Kriminalbücher, alles Mögliche. Und der Robert van Hoelig damals, den ich da entdeckt habe, meine ersten Jahren mit China-Begeisterung, das war schon ein saucooler Typ, ja. Der sehr war cool, in Indonesien geboren und dann, das, ich glaube 1910 oder so war der schon geboren. Und der war dann auch als Diplomat in China und in Japan, hat da irgendwie 1943 in Chongqing, das war damals die Hauptstadt, eine junge Chinesin geheiratet, ja, noch 3 Kinder. Ist leider viel zu früh schon gestorben, 67, aber die Kriminalromane um den Richter Di, ja, da aus der Tang-Zeit, so 600-700, das war schon echt super cool. Ja, das hat mir nochmal richtig... Fühlt sich unglaublich authentisch an, ne? Das ist wirklich Wahnsinn, ne? Also auch nach, wenn man jetzt so viele Jahre drüben war, man denkt wirklich, das ist, fühlt sich an wie real, ne? Das hat er wirklich ganz, ganz toll geschrieben. Das war so ein bisschen meine,
meine erste Literatur damals. Und nicht zu vergessen, das muss ich ja wirklich nochmal hervorheben. Also wir sind ja alle durch die harte Schule des radikale Lernens gegangen. Und ich weiß noch, Hans, wie wir da immer saßen und haben die Radikale gesucht. Und dann die Schriftzeichen, die wie heißt es nochmal, die Zeichenfolge durchnummeriert, ja, und dann musstest du da blättern, um das Schriftzeichen. Heute, die machen ja alles digital und sofort nachgeschlagen, was wir mit diesem Schinken gearbeitet haben, ja, also wirklich, also hardcore, und das war so ganz, und mir hat es ehrlich gesagt auch einen riesen Spaß gemacht, ja, mit diesen Schriftzeichen so zu arbeiten und da Chinesisch auf diese Art und Weise nochmal wirklich viel besser und genauer zu verstehen. Ich wollte hier eigentlich zwei Köpfe hinmachen, ja, weil das waren meine ersten beiden ganz wichtigen Chinesischlehrer. Der Harry Lang in einem Sinologie-Fachbereich in der Uni Trier und die Ruth Kremerius in Hamburg. Das war schon während der Vorbereitung zum Stipendienjahr in China. Und ich habe keine Bilder von denen gefunden, ja. Also das ist irgendwie noch eine andere Zeit gewesen, oder die haben sich nicht gern fotografieren lassen. Aber der Harry Lang, werde ich nie vergessen, wie der uns in Trier Chinesisch beigebracht hat. Und er mir die Geschichte erzählt hat, wie er in Taiwan Chinesisch studiert hat als ganz junger und ist mir zu spät aufgestanden. Und die Chinesen, die waren schon die Treppe runter und haben mir gerufen, Lai Bu Ji, Lai Bu Ji. Und er hat mir gerufen, Lai Du Ji, Lai Du Ji. Und auf die Art und Weise hat er uns relativ schwierige Wörter beigebracht, von der Konstruktion her, ja, so ein Leibuji und Leideji. Und da irgendwie hat einen Heiden Spaß gemacht mit dem. Und das ist auch so ein bisschen so ein Dankeschön eigentlich, ja. Also wirklich super gute Typen. Und dann ging es 94 ab rüber nach Nanjing. Und der coole Typ, so ein bisschen Verbrecher-Look, ja, weiß nicht, was da passiert ist. Beim verschmitztes Lächeln, ja. Ja, weiß nicht, ob das verschmitzt ist. Das ist schon, also ich weiß nicht, gut sieht das nicht aus. Aber Hans kann bezeugen, ich sah manchmal auch anders, besser aus als jetzt, ja, hier mit diesem leicht verbrecherischen Gesichtsausdruck. Ja, vor allem hast ja, du auch das recht schönen chinesischen Namen gekriegt. Ne? Viele andere, die da angekommen sind, die sind eigentlich eher mit einem ziemlich furchtbaren chinesischen Namen bestraft worden. Ne? Ja, erzähle ich gleich mal, wie der entstanden ist. Da kommen wir gleich noch zu dem das Mann. Die, das ist die Nanjing Lu da hinten, ne? Da unten, Nanjing Lu. Ne? Shanghai Lu. Und das ist ja quasi, ich stehe, glaube ich, auf deinem Stuhl, Hans, wenn ich mich nicht täusche, und fotografiere runter auf meinen Schreibtisch. Ja. Und nostalgischer Blick mit diesen schlecht isolierten Fenstern da. Ich kann mich noch erinnern, im Winter hat es dann schon mal ganz ordentlich gezogen. Oben, das kann nur ich erkennen, weil ich das einfach in Erinnerung habe. Aber man sieht es auf dem Foto nicht. Da oben liegt eine grüne Adidas Basecap, ganz oben auf dem Regal, richtig? Das Bild hätte ich beinahe reingepackt, Hans, mit mir am Frankfurter Flughafen, kurz vor dem Abflug, mit dem Basecap. Im Adidas-Rucksack und meinem orangenen Pullover, den du so schätzen gelernt hast, kann ich mich noch erinnern. Und Fußball gespielt haben wir natürlich in Nanjing. Heiden Spaß gemacht. Auch da schöne Universitätsmeisterschaft mit den Chinesen gespielt. Da gab es ja auch ab und zu mal ein bisschen Gerangel, wenn dich erinnerst, Hans. War nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber da hatten wir wirklich eine schöne Zeit. Das kennen ja hier alle auf dem Bild, den Laden, in dem wir uns befinden. Daniel, kennst du den auch noch, ja, ne? Henry's Home oder wie? Henry's Café. Ach so, ne? Ja. Henry's Home. Henry's Home. Das ist ja doch Henry's Home. Henry's Home, ne? Hengli Zhijia, ja, ist wahr. Hengli Zhijia. Der im Gelben ist das doch, glaube ich, ne, oder? Der Bursche, Hans? Nee, der ist Henry's nicht auf dem Bild, würde ich sagen. Ist der nicht? Der Gelbe. Ja, der mit dem Gelben. Das ist er doch, ne? Das ist Henry. Das ist der mit dem gelben Shirt, genau. Ja, der Laden hat, glaube ich, eine ganze Zeit lang durchgehalten. Da war der relativ neu noch, als wir da waren. Ja, ich bin dann halt aus China weg, mein Staatsexamen in Deutschland gemacht und habe noch ein Jahr in den USA rangehängt an der Harvard Law School. Hier direkt der linke Bursche, rechts ist Peter Winkler, ein alter Kumpel von mir, heute immer noch Anwalt in Österreich. Super gutes Jahr unter dem William Alford, der die Chinese Legal Studies da auch heute noch macht. Ein super tolles Jahr gehabt und da auch glücklicherweise meine Zulassung zur Bar gemacht. Deswegen brauchte ich dann später in Deutschland mir das zweite Staatsexamen nicht antun. Dank Hans. Vielen, vielen Dank, Hans, für die für mich miterlittenen Schmerzen und die Warnung.
bloß dem fern zu bleiben, soweit das möglich ist. Und bin dann 98 dann nach China geflogen, um dieses Buch zu schreiben. Und das waren harte Jahre, das zusammen zu trommeln. Und gibt so ein paar Leute, ne, die schon irgendwie extrem wichtig waren. Der eine hier in der Mitte, Hans kennt ihn, Frank Münzel, der das China-Rechts-Seminar da am Max-Planck-Institut in Hamburg geleitet hat und mein Zweitgutachter war. Hier so in den Anfang, Ende 70er Jahre mit dem Xie Huaishi, so ganz, ganz großer Zivilrechtsgelehrter, der rechte Typ da mit der Brille. Der war so der deutsche Guru gewesen in Deutschland für chinesisches Recht. Und das war im Grunde genommen, ich weiß nicht, Hans, ob du dich erinnerst, Cao Siyue, ja, oder auch Cao Pochan genannt. Ja, der halt wirklich federführend für den neuen Entwurf des Konkursgesetzes in China war. So ein echt irrer Typ, ja, mit einer eigenen Consultancy, der dann auch mal keine Angst hatte, mit seinem neuesten Buch in irgendeinen so ein Regierungsdinner reinzulaufen und das dem Jiang Zemin in die Hand zu drücken. Gab es dann richtig viel Presse drüber. Aber das war so ein echt ein verrückter Bursche, der halt auch 89 sehr aktiv beim Tiananmen-Thema mit dabei war. Also sehr umstritten, aber wirklich, ich habe den öfter mal besucht, ja, und da war mein Chinesisch aber ehrlich gesagt noch nicht so, dass ich mit dem richtig schnell und viel Sachen. Der war halt super interessiert und ich bin da öfter mal aufgeschlagen bei ihm in seinem Institut. Aber den werde ich nicht vergessen. Der ist leider auch viel zu früh an Krebs gestorben. Und letztlich der Mann, der mir auch den Namen gegeben hat und schon zwar vor China, das ist Sun Xianzhong. Und Sun war damals auch bei Frank Münzel am MPI in Hamburg und da hat der Münzel zu mir gesagt, Mirko, kümmere dich mal um den, der kann kein Deutsch, der versucht, aber das kann man ja nicht zuhören, meinte er. und dann habe ich mich mit Sun immer getroffen, der war eigentlich vom CAS, ja, also Zhongguo Shihui Keqiuyuan Fachue Yanjiusuo, und der hat deutsches Zivilrecht da studiert in Hamburg und ist wirklich, wenn du jetzt heute mal schaust, der ist der Mann für Minfa Dian, ja, also für das neue Zivilgesetzbuch in China. Ist er. Hast du noch Kontakt mit dem? Ja, ich habe neulich mit ihm telefoniert. Sein Sohn studiert hier in München. Sein Sohn Ach nee. Hat einen Master. Ja. Lass uns mal den gemeinsam treffen. Ich war ja auch damals in seiner Wohnung mal mit dir zusammen. Ja, genau. Kommen wir zusammen bei ihm. Ne? Also mit dem habe ich heute noch Kontakt und der ist halt da relativ politisch da oben mit dabei. Und der hat halt dann auch sich den Weiming-Ke ausgedacht, als wir zusammen nach Kühlungsborn gefahren. Ja. Ich wollte nur mal eins sagen, Herr Dr. Au, ja. Wir haben ja nicht nur Dissertationen geschrieben während unserer Promotionszeit. Wir haben ja zwischendrin auch versucht, zu gründen. Lorbian Fan, unser E-Commerce oder in den ersten Jahren ein Internet-Startup für Consumer Review. Quasi in Anlehnung an Ciao und Do You in Deutschland. Und das ist hier unsere Trademark, nicht Registration, aber das Ergebnis des Searches, ob wir die Marke eigentlich eintragen können. Da habe ich eine ganze Stange von. Da steht sogar Fuquan Danwei ist Oman Rong, auch anwesend heute. Du hast dafür bezahlt, für den Search hier. Aber das hat dann nicht geklappt und dann sind wir alle wieder mit eingezogenen Schwänzen zurück zu unserem Diss, auch wenn es schmerzhaft war, und haben uns wieder an die Vollendung gesetzt, weil dann der große, ja, der große Crackdown war das nicht, aber alle sind ja sehr viele Internetfirmen dann gestorben und wir haben kein Funding mehr gekriegt. Ja, und ich war halt vor China noch kurz bei McKinsey und dann nach dem Buch direkt zu Freshfields und wie Hans ja weiß, das war nicht meine Welt. Spaß hat mir das nicht gemacht, da als Anwalt im Büro über diesen Dokumenten hocken und für andere die Deals machen. Ich hatte Lust, wirklich selber zu gründen. Das habe ich dann auch damals mit meiner Freundin und dann Frau Tina gemacht. 2006 haben wir Twice ins Leben gerufen, eine ganz große Mode-Accessoire-Marke. Wir waren in über 25 Städten in ganz China, über 100 Läden aufgemacht, waren auf Tmall, auf JD.com, das ganze Social Media auf WeChat, Weibo. Also das wirklich von einer Zwei-Mann-Bude bis hoch auf 250 Leute gebracht. Und das war wirklich eine ganz tolle
und mit vielen Hoch- und Tiefs versehene Unternehmerphase mit Fundraising, mit den ganzen, die Kooperation mit den Shopping Malls, mit den Department Stores. Da war ich so ein bisschen der, immer der bunte Hund halt, ja, weil es da in der Retail-Szene, da gab es natürlich schon mal ausländische Executives, was weiß ich, von so einem H&M oder so, aber jemand, der jetzt irgendwie eine eigene Marke und chinesisch und dann halt dann auch mal zu so einer Keynote bei Wanda verdonnert wurde und irgendwelche Sachen, aber das war halt so ein bisschen meine Sonderrolle und das habe ich natürlich auch ein bisschen genossen und einen riesen Spaß gehabt, das hochzubauen. Das haben wir 2006 gestartet, haben es am Ende leider aber nicht geschafft zu einem ganz großen Exit. Wir sind wirklich von der E-Commerce-Welle dann ab 2014, 15 dann überrollt worden, haben das nie geschafft, das, was wir im Laden abbilden konnten, auch in den Online-Bereich zu bringen, gerade auf Tmall, weil wir halt ein stark auf Fast Fashion beruhendes Geschäftsmodell hatten. Und das kriegst du auf Tmall sehr schwer abgebildet, weil du dort halt diese sogenannten, wenn ihr euch auskennt, diese sogenannten Superhero SKUs, ja, haben muss, also quasi Bestseller, Baoquan auf Chinesisch, ja, die immer weiter gehen, auf die du quasi ganz viel Track Record aufbaust und darüber halt dann Search und Traffic generierst. Das haben wir nie gepackt, ja, waren wir nicht gut genug. Wir kamen aus der Offline-Welt und haben wirklich die Online-Welt nicht hinbekommen. Aber es lag auch zum Teil, natürlich zum Teil an unserer eigenen Schwäche, zum Teil aber auch am inhärenten Geschäftsmodell der ständig wechselnden Kollektion. Ja, und ich bin dann 2016, 2017 mit dem Marco hier, ich glaube, Hans kennt ihn, glaube ich. Ich kenne ihn, ich weiß gar nicht, wer. Ja, du kennst ihn, ne? Ich weiß nicht, Daniel, ob ich hast ihn nicht kennengelernt, oder? Marco van Eersel, haben wir V-Retail gegründet und das war dann schon eine coole Geschichte. Die Firma gibt es auch heute noch. Der Marco ist weiterhin Geschäftsführer. Ich habe da jetzt nur noch einen kleineren Share. Er hat das dann übernommen, weil das schon gedauert hat mit der Monetarisierung. Ja, das war wirklich also kein Revenue für uns. Erstmal aufbauen, Technologie schaffen. Was wir gemacht haben, ist im Grunde genommen diese chinesischen mobilen Bezahlmethoden wie WeChat Pay und Alipay nach Deutschland zu bringen. Unser Partner waren die Volks- und Raiffeisenbanken und deren Tochter VRP. Die haben so eine Bezahltochter gehabt. Und im Grunde genommen den deutschen Händlern, die an Chinesen verkaufen, zu ermöglichen, den chinesischen Kunden also WeChat Pay und Alipay anzubieten und darüber hinaus sie auf WeChat über einen Official Account langfristig anzubinden. Und wir hatten dann eine eigene Technologie entwickelt, mit der wir sogenannte Mini-Programme für Cross-Border-E-Commerce entwickelt haben. Das ist relativ komplex gewesen. Wir haben auch die gesamte Cross-Border-Logistik ans Backend rangehängt und im Grunde genommen, natürlich kam dann später dann natürlich auch Corona und keine chinesischen Touristen mehr, aber in Theorie funktionierte das Modell so, der chinesische Tourist ist in einer Shopping Mall in Frankfurt, kauft etwas bei WMF zum Beispiel, ja, bezahlt dort mit WeChat, folgt dem Official Account des Händlers und wenn er nach China zurückkehrt, bekommt er dann halt auch Social Media Messages über den Official Account des Händlers zugeschickt und kann dann weiterhin über das Mini-Programm in dem Official Account Sachen kaufen, die dann halt von China direkt verschifft werden und wesentlich günstiger, als sie in China erhältlich sind oder im Tmall Store. Das war so ein bisschen das Modell. Jetzt geht es natürlich wieder los. Der Marco hatte jetzt auch, glaube ich, zwei ganz harte oder drei harte Jahre während Corona. Aber das war das ein Startup, das, glaube ich, heute wieder sehr viel Sinn macht. Da bin ich ja zum Daniel gestoßen. 2020 haben da wirklich am Ende noch ganz viel gekämpft. Daniel hat es ja letztes Mal schon angedeutet. Hat dann auch nicht wirklich geklappt. Mal gucken, ob da noch vielleicht doch noch etwas draus wird. Musste gerade dran denken heute Morgen, als ich wieder irgendwelche Sachen von Faraday Futures hörte, die da irgendwie so ein Auto jetzt wieder nach China geschickt haben angeblich, um da irgendwas zu testen. Der damalige CEO von Biden ist ja da zu Faraday gewechselt. Schwieriges Geschäft und wie gesagt, glaube ich, auch wieder Covid, der letztlich da einen großen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ich bin ja dann 2020 wegen Corona aus China erstmal weg. Das war eigentlich als temporär gedachte Lösung erstmal
so von uns vorgenommen, aber saßen dann in Italien und dann wurde aus einem Monat 5 Monate und wir kamen nicht zurück und Grenzen immer noch zu und dann sind wir tatsächlich von Italien direkt nach Deutschland umgezogen im Juli 2020. Und zu dieser Zeit in Italien hatte ich halt schon Kontakt mit einigen Partnern, die ich seit ein paar Jahren bereits kannte und haben dann im März 2020 halt diesen Digital Leaders Fund, damals hieß er, hat er noch einen anderen Namen gehabt, mit einem anderen Partner, aufgesetzt. Und Punkt war eigentlich, rein einen Fonds anzubieten, den es so in der Form in Deutschland auch nicht gibt. Das ist sehr spitz formuliert. Sprich, wir investieren nicht nur in chinesische Aktien, wir investieren nur in chinesische Technologieaktien. Ja, egal, ob die jetzt in Mainland China gelistet sind oder in Hongkong oder halt als EDRs in den USA. Und das ist etwas, das ist auch das, was ich heute noch mache, hauptsächlich diesen Fonds zu betreuen. Am Mittwoch steht das nächste Webinar an. Wir hatten ja 2 schlimme Jahre jetzt für China-Aktien, insbesondere 2022 war brutal, aber jetzt ging es ja wirklich in letzter Zeit wieder aufwärts. Da wollen wir hoffen, dass der Wind nach diesem plötzlichen Aufheben der strikten Zero-Covid-Regeln wieder anfängt zu blasen und halt auch wieder ein bisschen die China-Aktien nach vorne bringt. Insofern habe ich halt, ich sag mal, die Freude und den Luxus, mich wirklich 10 Stunden am Tag mental mit dem Kopf in China aufzuhalten, mich durch die Policies zu arbeiten, viel zu lesen und zu verstehen, was auf der Makro- und halt auch auf der unternehmerischen Mikroebene eigentlich so abläuft. Gerade was jetzt Technologie-Geschichten angeht, schreiben dann regelmäßigen Newsletter. Und ja, insofern habe ich halt doch noch sehr viel mit China zu tun. Wir sind ins schöne Würmtal gezogen, südlich von München, kannte ich vorher gar nicht, wurde mir aber wirklich von vielen wärmstens empfohlen. Wir sind immer noch in 20 Minuten mit der S-Bahn in der Innenstadt, aber sonst haben wir halt ein kleines, beschauliches Dorf mit der Würm, die aus dem Starnberger See kommen, dann uns vorbeifließt. Die Stelle hier habe ich mal markiert, weil ich da im Sommer gerne schwimmen gehe. Es ist wirklich saukalt. Gut, jetzt noch kälter, aber auch im Sommer erfrischend kalt. Und die Stelle hat so eine schöne Strömung. Da kannst du auf der Stelle schwimmen und kommst nicht vorwärts. Und im Zweifel vielleicht rutscht noch ein bisschen nach hinten. Also eine halbe Stunde auf der Stelle schwimmen. Dank der Natur, macht einen Riesenspaß. Die Kinder haben einen Riesenspaß. Ja, die alle in ihren Fußballverein und Tennis und Ballett und Modern Dance und sind mit dem Fahrrad unterwegs. Mama und Papa müssen nicht mehr shuttlen mit dem Auto zu jedem Playdate, wie das in Peking noch der Fall war, und haben sich halt echt super eingelebt. Auch wenn es krass ist mit dem bayerischen Gymnasium, sind doch nochmal ein paar andere Anforderungen. Aber das hat ganz, ganz gut geklappt. Und Tina lernt jetzt Deutsch und hat sich auch wirklich hier hervorragend eingelebt. Wir sind natürlich jetzt hier auch eine Gruppe von Leuten, die zurückgekommen sind. Wir treffen uns privat. Insofern gibt es viele Erinnerungen an Peking und da entsteht hier schon eine ganz gute Community. Das war jetzt so ein bisschen im Schnelldurchgang meine China-Geschichte und würde sagen, bis hierhin und vielleicht ein paar Details aus bestimmten Abschnitten später dann in anderen Episoden noch ein bisschen mehr. Danke, Jungs. Ja.